Renault räumt den Strafraum auf. Schnell. Zumindest jetzt in der Rückrunde. Denn während Rot-Weiß Essen in der Hinrunde noch die Schießbude der Liga war, hat sich mittlerweile alles grundlegend geändert. Erst 4 Gegentore haben sie 2005 kassiert. Zuletzt stand 2-mal die Null. Und mit Sicherheit ist das auch ein großer Verdienst von Torhüter René Renault. Durch seine positiven Aktionen ist er natürlich auch bei der Konkurrenz aufgefallen. Aber Renault sagt, er will mit Essen die Klasse halten und er will dann auch in Essen bleiben. Ja, da käme natürlich heute ein Sieg gegen Wacker Burghausen gerade recht. Allerdings klingt das leichter, als es ist, Markus Höhner. Tja, da erinnern sich zwar alle an dieses 1:8 der Burghausener in Köln, aber eben diese Klatsche war alles andere als typisch für die Mannschaft von ihm, von Markus Schupp. Nach Fürth und Köln ist Burghausen nämlich das drittbeste Auswärtsteam dieser zweiten Liga. Die haben auswärts sogar ein Tor mehr geschossen als zu Hause. Also vielversprechende Ausgangsposition für das heutige Spiel. Essen in den weißen Trikots, seit 9 Spielen ungeschlagen hier im eigenen Stadion. Aber gegen diesen Gegner wird es schwer. Und siehe da, Burghausen begann forsch. Das ist Geißler und der holt nach ein paar Sekunden die erste Ecke raus. Tom Geißler neu im Team für den gelb gesperrten Hertel. Und die Ecke schauen wir uns an. Erste Minute, erste Ecke. Thomas Drescher, der neue aus Lautern, längst festgesetzt. Drescher, Haastrup klärt. Und dann kommt Oliver Fink für Wacker Burghausen. Fink und Krejci. Renault hat ihn. Renault der Rückhalt. Erster Einsatz für den zuverlässigen Keeper der Essener. Nur 4 Gegentore in diesem Jahr. Das ist gut. Aber auch nur 5 geschossen hat RWE. Das ist nicht so gut. Und auch in diesem Spiel erstmal nichts mit Essener Offensive. RWE ziemlich beschäftigt mit den sehr angriffslustigen Gästen. Wiesinger. Wiesinger auf Krejci. Krejci schön aus der Drehung. 11. Minute. Marek Krejci, der Slowake, auffälligster Burghausener in der Anfangsphase. Nach einem langen Leistungsloch lebt er sich bei Wacker immer besser ein. Nach einer knappen Viertelstunde dann erstmals Essen, energischer im Vorwärtsgang. Und zwar per Freistoß, ausgeführt von Philipp Haastrup. Da hinten steigt Kaluschny hoch und da ist Kiyoyo. 13. Minute. Francis Kiyoyo. Aus der ersten Essener Chance hätte er das 1:0 einfach machen müssen. Kaluschny lügte schon vor und dann semmelt der Kiyoyo ins Leere. Die Essener reklamierten Rückpass, aber der muss bekanntlich kontrolliert sein. Es war ein Reflex von Paul, also korrekt entschieden, kein Rückpass. Klar, da guckt der Trainer unglücklich. Solche Dinger muss man nutzen. Essen hatte die beste Chance, Burghausen die größeren Spielanteile. Freistoß, Burghausen, Wiesinger, Bilgin mit dem Kopf dazwischen. Ecke gibt's für Wacker. Wie eben, Drescher führt aus. 2 Tore hat er gemacht in den letzten 2 Spielen. Jetzt die nächste Ecke von Drescher. Zunächst abgeblockt und dann kommt Tom Geißler. 22. Minute, Burghausen sehr engagiert, aber bis jetzt nicht wirklich zwingend. Schupp haderte. Aber seine Mannschaft weiter überlegen. Burghausen in dieser Phase die klar bessere Mannschaft. Wieder Michael Wiesinger, wie gewohnt, über rechts Wiesinger, schöne Flanke und Reisinger. Ja, Stefan Reisinger, da wäre es fast gewesen. Sein schon fast übliches Tor in den letzten 4 Spielen traf er immer und hier beinahe schon wieder. Die scharfe Flanke kam von Wiesinger, sehr gut gemacht und dann Reisinger in der Mitte schneller als Haastrup. RWE in diesem Jahr zwar noch ohne Niederlage, aber auch nur mit einem Sieg. Das ist das Essener Problem. Sie spielen zu oft unentschieden, schon 11-mal. Und so stand sie auch nach einer guten halben Stunde. Dann RWE. Schönes Anspiel auf Ernst. Ernst und Wiesinger klärt vor Kiyoyo. 33. Minute. Die Essener kamen selten, aber wenn sie kamen, dann war es gefährlich.
und Essen legte zu. Die Gastgeber wurden selbstbewusster. Bilgin stark vorbei an Paul. Da ist der Paul sauer. Bilgin und dann das Foul von Paul. Und der Pfiff von Schiedsrichter Henschel. Nur, was gibt er? Elfer oder Freistoß? Er gab Freistoß und es gab die gelbe Karte für Robert Paul. Wir schauen nach. Es war ein Foul und es war außerhalb. Also alles korrekt gesehen von Schiedsrichter Henschel aus Braunschweig. Zumindest ein Freistoß für RWE. Ausführen wird Erwin Kuhn. Ristau und das Tor. Dann ebenso. Sie brauchten gar keinen Elfmeter. Der Freistoß langte. Ristaus erstes Saisontor bescherte Essen das 1:0 in der 36. Minute. Die Burghausener wieder mal erwischt am wunden Punkt, schon das 18. Gegentor nach einer Standardsituation. So auch kein Wunder. Nico Herzig stand da in der Mitte ganz allein gegen 4 Essener. Wir schauen auf den Vorbereiter, auf den Niederländer Erwin Kuhn. Verrückt, verrückt. Er schoss RWE mit 18 Toren hoch in die zweite Liga. Aber getroffen hat er in dieser zweiten Liga selbst noch nie. Aber immerhin hier und heute seine 5. Vorlage. So weit, so gut. Liebe Zuschauer, als wir dieses Bild von Kuhn geschnitten haben, da fiel uns noch was auf. Also das Ganze nochmal. Aber jetzt schauen Sie nur auf den Hintergrund. Achtung, da hinten an der Linie, da steht der Markus Schupp und tanzt und hüpft. Springt hoch, springt hoch, springt hoch, 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 hoch. Sie sprangen nicht und Essen ging in Führung. Köstlich. Nicht aus seiner Sicht, armer Markus Schupp. Erst folgen die Spieler nicht und dann auch noch ein Rüffel vom Referee. Der Mann war sauer. Halbzeit in Essen, 1:0 für RWE durch das Tor von Ristau. Der zweite Durchgang. Essen engagiert. Die Gastgeber rückten raus und attackierten Burghausen tief in der eigenen Hälfte. Herzig, welch ein Klops. Kiyoyo, welch ein Drama. Ja, gibt's denn sowas? Schöner konnte er den Ball doch gar nicht serviert bekommen von Nico Herzig. Und dann scheitert Kiyoyo an Gospodarek. Francis Kiyoyo, eben das Ding in der 13. Minute. Und jetzt das obendrauf. Er hätte das Spiel früh in der zweiten Hälfte entscheiden können, ja müssen. Welch eine Chance. Der arme Gelsdorf, nichts für schwache Nerven. Gospodarek, er hielt Burghausen im Spiel. Die Gäste wieder im Vorwärtsgang. Da ist Geißler. Geißler auf Kretschi, macht er gut. Kretschi und in der Mitte ist Reisinger. Reisinger, Ausgleich 1:1 in der 51. Minute. Stefan Reisinger, sein 5. Tor im 5. Spiel in Folge. Der Lauf geht weiter. Nur Kölns Podolski traf öfter in der Rückrunde. Und sie hatten es schön geradlinig rausgespielt. Kretschi ließ Larsen hier ziemlich alt aussehen. Und dann seine prima Flanke und Reisinger im Zentrum mit unendlich, unerklärlich viel Platz und Zeit. So ist Fußball. 2 Minuten vorher hatte Kiyoyo die Entscheidung für Essen auf dem Fuß. Und nun der Ausgleich durch Reisinger. Dumm gelaufen für RWE. Und so etwas verunsichert natürlich. Das Spiel schien jetzt zu kippen. Plötzlich drängte hier Burghausen auf den Führungstreffer. Ecke für die Gäste. Wieder mal macht's Drescher. Drescher, Reisinger und das war Vukovic. Spiel gedreht, 4 Minuten nach dem Ausgleich. Die Führung für Wacker, 55. Minute, 1:2. Per Standardsituation kassierten sie den Rückstand. Per Standardsituation drehten sie das Spiel. Vukovic artistisch und regelgerecht gegen Ristau. Reisinger mit guter Vorarbeit ein Tor und nun eine Vorlage für Burghausens Topscorer. Jürgen Gelsdorf, der Schock saß tief, aber jetzt nicht aufgeben. Los, Jungs, es bleibt noch Zeit. Und Essen kam nur anderthalb Minuten nach dem 1:2.
Kiyoyo auf Kuhn. Erwin Kuhn. Wieder nichts mit seinem ersten Tor in der zweiten Liga. Kiyoyo stocherte ungestüm. Klar, der war sauer. Er wusste, wenn wir das Spiel hier vergeigen, dann bin ich der Depp. Erster Schuss von Kuhn. Und dann kam Kiyoyo. So wild war es nicht. Gospodarek hielt sich den Kopf. Aber ich denke, da hat ihn Kiyoyo gar nicht getroffen. Noch blieb Zeit. Freistoß. Essen. Bjarne Goldbeck. Da ist Kiyoyo, der wollte, der rackerte, wenn er es doch selber umbiegen könnte. Haastrup und wieder Kiyoyo. Da war sie, die große Chance zum Ausgleich. Aber bislang kein guter Tag für Kiyoyo aus Kamerun. Die nächste vergebene gute Gelegenheit von Francis Kiyoyo. Und draußen auf der Bank Jürgen Gelsdorf, alles nicht auszuhalten. Jetzt noch 12 Minuten Zeit für die Gastgeber. Freistoß gibt's für Essen. Nehmen Sie hier zumindest noch einen Punkt mit. Lieber das 12. ungeliebte Unentschieden als gar nichts in Händen halten. Was kommt jetzt? Erwin Kuhn beim Freistoß. Kuhn und Gospodarek hat ihn. Die Uhr tickte gnadenlos gegen Essen. Gelsdorf hatte längst frische Leute gebracht. Natürlich Offensive. Yildirim, Lientjens und Teixeira eingewechselt. Wir hüpfen in die Nachspielzeit. Gibt's noch das Happy End für RWE? Bilgin gegen zwei aus Lieslo, Wiesinger. Und das macht er gut, der Bilgin. Setzt sich durch, Bilgin und Teixeira. Das war die Riesenchance zum Ausgleich. Und es war die letzte Chance zum Ausgleich für Rot-Weiß Essen. Teixeira hatte den einen Punkt auf dem Kopf, doch es blieb letztlich beim 1:2. Wunderbare Vorarbeit von Bilgin und dann Teixeira, Sekunden vor dem Ende. Ein ziemlicher Dämpfer für RWE. Die erste Niederlage in der Rückrunde, die erste Heimniederlage seit dem ersten Spieltag. Traurige Fans, ein trauriger Kiyoyo, betröppelt ging er davon. Trost gab's vom Coach der Gäste. Thomas Mörs sprach zuerst mit dem Burghausener Trainer Markus Schupp. Er hatte sicherlich die Möglichkeit, das Tor zu machen, aber Uwe Gospodarek steht auch noch im Tor, den muss er auch noch überwinden und er hat im Moment so eine gute Form, dass er auch solche Dinger, solche 1-gegen-1 Situationen für einen anderen auch mal ausmerzen. Das ist dann diese Schlüsselszene, da kann man über Taktik und Spielverläufe kann man so viel diskutieren, wie man will. Das ist die entscheidende Szene. Du führst 1-0, dein Stürmer bekommt den Ball, zugespielt vom gegnerischen Abwehrspieler, du hast die Möglichkeit auf 2-0 zu erhöhen und wirst im Gegenzug, kriegst einen Ausgleich und dann sogar noch gerätst in Rückstand. Und das ist gnadenlos in der zweiten Liga, das muss man einfach wissen. Fehler werden einfach sofort bestraft und heute haben wir zu viele gemacht. Ich versuche mal lange Ecke zu spielen und ich treffe den Ball nicht richtig und das geht direkt zum Torwart. Aber ich muss es auch besser machen. Also ich habe schon bewiesen, dass ich besser machen kann. Er muss einfach reingehen. Abpfiff in Essen. Francis Kiyoyo. Schauen Sie mal. Keine Regung, keine Bewegung, nix, gar nichts. Der blieb starr stehen und guckte ins Nichts. In der 49. Minute hatte er das 2-0 auf dem Fuß. Ein 100-Prozenter, den er vergab 6 Minuten später, stand es 1:2. Klar, auch andere hätten treffen können, aber offensichtlich plagte ihn das Gefühl, Mist, ich hab's vergeigt. Ganz kurz klatschte er eben ab mit Wiesinger. Und dann stand er wieder da, starrte weiter regungslos in die Nacht. Der Pechvogel dieses Abends.